Na, wie lange seid ihr hier denn schon so am Scrollen? Wenn ihr ein Kind in China wärt, dann könnte jetzt ganz bald Schluss sein. Genauer gesagt, für unter 8-Jährige soll es ein Limit geben von 40 Minuten Daddeln pro Tag. 8- bis 16-Jährige sollen eine Stunde kriegen und 16- bis 18-Jährige zwei Stunden. So steht es zumindest in einem Entwurf der chinesischen Internetaufsicht. Laut diesem Vorschlag sollen alle Smartphones einen sogenannten Jugendschutzmodus haben. Das bedeutet, wenn das Alter des Kindes eingegeben wird, dann gelten automatisch für alle Apps auf diesem Gerät diese Regeln. Außerdem soll es alle 30 Minuten so eine Erinnerung geben, dass jetzt mal Zeit für eine Pause ist. Und von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens sollen die Geräte weitgehend gesperrt sein. Ausnahmen soll es geben für Lern-Apps und außerdem sollen Eltern diese Zeiten verlängern können. Die Eltern sollen außerdem regelmäßig einen Bericht kriegen, der ihnen sagt, was und wie lange ihre Kinder da so treiben.